Bam, 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 bam. Die Labyrinthkarte. Drücke Start, um sie im Kartenmenü. Kennen wir, glaube ich, alles. So, und jetzt hier epic runterjumpen. Hier können wir schon rein. Und zwar hier mit unserem alten Trick. Ja. Mal schauen, was sich dann dahinter verbirgt. Ein Epic Fight of Epicness. Komm. Übrigens, ja, ihr seht eh, wie man sie besiegt. Diese Muscheln, die öffnen manchmal irgendwie ihren Kopf und ihre Muschel. Da muss ich hier mit dem Enterhaken hier so reinbashen. Ich glaube, ein Schlüssel. Glaube ich mal. Jupp. Pfeile habe ich genug. Eigentlich alle. Genau. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ah doch, weiß ich. Moment. Drüben war noch irgendwas. Ich will immer erstmal alles erkunden, bevor ich dann weitergehe. Okay, hier geht's nicht weiter. So, jetzt gehen wir aber mal zu den Dingen. Diese Dinger können übrigens schwimmen und je nachdem, auf welchem Wasserstand wir eben gerade sind, ist es dann eben ganz oben in der Mitte oder eben ganz unten. Joa. Ja, komm, mach schneller. Link, ich glaube an dich. Gut. Na, schauen wir mal da rein. Da rein. Heißer Stiefel an. Boah, so nervig. Ich hätte es hier eigentlich schon wie bei Wind Waker machen können. Ja, ich. Bei Wind Waker haben sie es eben verbessert. Haben sie dann gemerkt, aha, ja, das ist scheiße gemacht und jetzt machen wir das eben besser. Also, da macht man es eben als normales Item, genauso wie im Bogen. Also, dass man dann den C-Knopf, den jeweiligen C-Knopf drückt und dann springt man erstmal hier runter. Hier hoch. Und dann zieht man eben die Eisenstiefel an. Ganz einfach eigentlich. Ah, ich erinnere mich. Eisenstiefel, glaube ich. Glaube ich mal so. Ich glaube, jetzt muss ich mich so hinstellen, dass ich zu dem dahin kann. Den hier gleichzeitig auch noch erwischt. Noch ein bisschen. Wie ich denn von da aus? Okay, warte. Wir machen es einfach so. So, und jetzt wieder anziehen. Damit ich jetzt auf dieser erhöhten Ebene bin. Jetzt hier ganz gemütlich. Genau. Hier den aktivieren. Jetzt geht es da auf. Jetzt kann ich ganz gemütlich von da aus hier so hin. So. Kann ich jetzt hier hoch? Hochziehen, maybe? Ne. Okay, Lederstiefel wieder an. Kennt man ja eh. Ach, so nervig. Mit
Mit dem kann ich dann das Gitter wieder aufmachen. Hier ist wahrscheinlich ein Schlüssel drin. Oder? Ja. Boah, ich sag's euch, die Schlüssel hier, die sind so assi versteckt teilweise. Ist wirklich assi. Nicht nur Waldtempel assi, sondern Wassertempel assi. Und das ist noch eine Spur assiger als Waldtempel, ja. Das will schon was heißen. Ich meine, Waldtempel assi war ja schon fast assi genug. Ja. So. Eisenstiefel. Und wieder darüber gehen. Jetzt. Und jetzt hat man ja vorhin gesehen, vielleicht muss man sich hier so hochziehen. Da kann man nämlich nicht normal so hochklettern. Weil, wer ist denn Nintendo? Wir bauen jetzt noch was Fieses ein. Mit dem der Spieler vielleicht nicht rechnet. Wassertempel ist schon assi. So. Jetzt. Ist hier so ein fetter Raum. Mit ganz vielen Stellen, wo man sich hochhangeln kann. Und dann können wir hier den Wasserstand wieder verändern. Und jetzt werde ich es nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen. Wartet. Da! Habt ihr das gesehen? Da war eine extrem fiese Stelle, wo ein Loch im Boden ist. Genau in diesem Loch müssen wir jetzt noch rein. Das habe ich bisher, sagen wir, 60%, 70% aller Versuche, wo ich den Wassertempel gemacht habe, habe ich das wirklich übersehen. Bin dann immer verzweifelt. Wo soll ich jetzt den Schlüssel hier herkriegen? Und boah. So, jetzt öffnen wir es einfach mal. Man kann übrigens im Wasser nur den Enterhaken benutzen. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Ja. Epic Fight of Epicness. So. Bist du dran? Na komm, okay. Sind aber teilweise schon recht schwierige Kämpfe, muss man schon sagen. Weil, wenn man jetzt ein Neuling ist, was the fuck, was Zelda-Spiele jetzt angeht. Wo muss ich jetzt hin? Hä? Oh, okay. Vor allem, wenn man ein Neuling ist, was Zelda-Spiele angeht. Kann das eigentlich schon manchmal recht schwierig werden. Also ich empfehle euch, wenn ihr wirklich mit Ocarina of Time zum Beispiel mit Zelda anfangen wollt, würde ich euch echt raten, entweder es mit einem mit einem Freund zu spielen, der es vielleicht schon mal gemacht hat. Oder wir spacken hier gerade so richtig ab. Aber egal. Oder eben mit so einer Hilfestellung. Also, um nicht zu sagen, Komplettlösung oder so. Wobei das dann aber auch langweilig ist, finde ich. Also wenn man das dann wirklich mit Komplettlösung macht und kein eigenes Denken mehr mit
einintegriert in die Spielweise, dann dann finde ich es eigentlich schon scheiße. Ich schau noch mal eben, ob ich hier was verpasst habe. Da. Ja, ansonsten wirklich mit einem Freund spielen oder so. Ist halt meine Meinung dazu. Da. Ah, genau. Komm ich da hin? Ne. Oder? Ah, vielleicht. Na, schade. So, dann schnell öffnen. Was mag hier nur drin sein? Es ist unser guter alter Kompass. Ein schon recht hilfreiches Hilfsmittel. Hilfreiches Hilfsmittel, okay. Ich glaube, Hilfsmittel haben es eigentlich so an sich, dass sie hilfreich sind. Aber egal. So, ich glaube, jetzt können wir mal dahin, wo jetzt diese verschlossene Tür ist. Da. Warum kann der nicht so weit springen? Das sind vielleicht 2 Pixel Unterschied immer. Oder irgendwie so. Hier kommt jetzt ein Mongo von oben. Das Bein. Ja, komm. Hallo? Da ist er. Ich hab's ja gesagt. Okay. Pikachu-Schwert. Ist hier noch was sonst? Ne. Okay. Dann können wir hier wieder das Ding jetzt hier verändern. Moment. Lass mich mal kurz nachdenken. Haben wir irgendwo einen Schlüssel übersehen? Kann ja gut sein. Aha. Komische Arachnumongo ist in der Luft hängen geblieben. Da brauchen wir einen Schlüssel. Das ist der Eingang. Ich schau mal eben, was hier ist. Kann es sein, dass hier noch ein Schlüssel vielleicht am Start ist? Kann ja sein. Ich glaube, hier war ich schon. War ich hier schon? Ja. Da ist der Stein. Der Brocken. Dann müssen wir wohl oder übel mal in die Tür hier schauen, die verschlossen ist. Wo ist die? Da. Komm. Oh. Mal schauen. Und wehe. Na wehe, da ist jetzt die Tür versperrt. Natürlich! Natürlich! Warum auch nicht? Da! Schaut's euch an! Schaut's euch an! War dieser Mongo-Tempel war. So, wo habe ich einen Schlüssel übersehen? Beziehungsweise eine Truhe. So, hier sind... Da ist eine. Da kommt...
da?